So, Leute, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie ihr seht, seht ihr hier meine R2 samt Fernsteuerung und meinem Handy, dass ihr auch das Display erkennen könnt. Ich habe hier eine GoPro ohne Bildschirm, die Silber, eine gebrauchte, 4 Jahre alte. Die hat also hinten noch keinen Bildschirm, wo man das Bild kontrollieren kann, dass sie gerade aufnimmt. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Was ich euch zeigen möchte, ist Folgendes. DJI sagt ja, die Umleitung und die automatische Verfolgung klappt nur im Normalmodus. Ich habe jetzt aber festgestellt, wenn ich den Schalter hier, den Normalsport- und Tripod-Schalter auf Tripod schalte, also ganz nach links, und dann meine R2 starte, dann mein Handy starte. Entschuldigung, ich habe nur zwei Hände und mein Stativ ist vorhin gebrochen. Und dann die Fernsteuerung starte. Ihr seht, es blinkt schön. Dann startet, wie ihr wisst, auch die App automatisch. Tun wir das mal ein bisschen höher. Ja. Und jetzt ab. Kommt, was ich euch zeigen will oder nicht. Es ist ein bisschen dunkel hier. Das spiegelt dann. Das lassen wir so. Was ich euch zeigen will, wenn ich hier auf Sicherheit gehe, dann kann ich plötzlich im Tripod-Modus auch die Umleitung bremsen und auswählen. Allerdings, und früher ging das auch, also vor einem halben, dreiviertel Jahr bestimmt noch, ging das auch auf Normal- und Sportmodus. Vorhin habe ich festgestellt, es ging nicht mehr auf Sport und auf Sportmodus. Und wenn ich jetzt hier kann ich also rumschalten, wie ich will. Es funktioniert noch. Wenn ich jetzt auf Normal gehe, geht es sowieso. Hat schon immer funktioniert, hat auch DJI gesagt. Und wenn ich jetzt auf Sport gehe, geht es leider plötzlich nicht mehr. Früher ging es noch. Jetzt da kann ich auch dann nicht mehr zurückschalten. Das ging früher auch noch. Da kann ich jetzt den Umleitungsmodus praktisch plötzlich nicht mehr aktivieren. Es geht nur, wenn ich das ganze System neu starte und hier den Schalter auf Tripod habe. Dann kann ich im langsamen Modus auch die Umleitung nutzen und die Objektverfolgung, also praktisch den Aktivtrack und so weiter. Ja. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen was genützt. Danke mal fürs Zuschauen.